Du bist zum Date in einer Bar verabredet, aber hast noch gar kein Hemd dafür? Dann ist das Video genau das Richtige für dich. Ich habe das Ganze kategorisiert nach Style, denn jeder hat natürlich seinen eigenen individuellen Style und auch die Bar kann natürlich unterschiedlich sein vom Style. Du kannst zum Beispiel in einer Classy Speakeasy Bar sitzen, ja, oder halt in einer Rooftop Bar. Kann vom Stil her komplett anders sein. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass für jeden Style für euch da draußen was mit dabei sein wird. Also, let's go. Starten wir mit dem ersten Style und zwar dem Revers-Kragen-Style. Dieser Style ist abgeleitet von einem Sakko, wo das Revers halt auch da ist. Und dementsprechend hat man jetzt hier das auf ein Hemd angewendet. Ist ein cooler und gleichzeitig auch eleganter Style. Und den kann man wirklich perfekt in eine Bar tragen. Weil man muss sich keine Gedanken darüber machen, knöpft man noch den letzten Knopf zu, ja, oder wie macht man den Kragen, denn all das ist hier bei diesem Style vorgegeben. Außerdem sind diese Art von Hemden meist so ein bisschen lockerer geschnitten, entspannter, weil man natürlich auch hier vorne ein bisschen mehr Ausschnitt zeigt und da soll auch ein bisschen Bewegung drin sein. Weiter geht's mit einem Style, den man entweder liebt oder hasst, und zwar mit den Paisley-Hemden. Das Paisley-Muster ist ein persisches Muster mit einem schottischen Namen und diese Art von Muster ist wirklich nicht für jedermann. Aber, wie ich finde, ein richtig cooler Look, hat auch ein bisschen was Klassisches mit dabei. Also ich muss sagen, diese Art von Hemden gefallen mir sehr, sind vielleicht für den einen oder anderen zu gewagt, aber für so einen Barabend ideal. Und warum finde ich diese Art von Hemden so elegant? Weil halt dieses klassische Muster gerade halt in der Anzugswelt immer wieder hervorkommt. Zum Beispiel wie bei den Krawatten oder als Innenfutter bei einem Anzug. Von daher wirklich elegant, cool, genau mein Style für die Bar. Weiter geht's mit der Variante, nichts muss, alles kann, mit dem Kai Ebel Style, und zwar extravagante Stoffe und extravagante Muster. Leute, ich habe, glaube ich, dieses Video nur für Kai Ebel gemacht, damit ich den hier reinpacken kann. Kai Ebel ist wohl der Markenbotschafter, wenn es um diese Art von Style geht. Hier habe ich jetzt einfach mal auch mir zwei extravagante Hemden rausgepickt. Einmal so ein Hemd, was man vielleicht für Silvester tragen kann, und ein anderes Hemd, was auch etwas gewagter ist, wo man ein bisschen mehr Haut zeigt. Auf jeden Fall ein interessanter Style und für besondere Anlässe kann man so ein Hemd auch mal tragen oder auch vielleicht für eine ganz besondere Bar. Und by the way, Leute, ich muss auch ehrlich gestehen, das macht auch wirklich Spaß, diese Art von Hemden mal auszuprobieren. Macht euch coole Musik an, bestellt euch mal ein paar Hemden, probiert euch da einfach aus. Das macht wirklich richtig gute Laune. By the way, Leute, ich habe euch natürlich auch zu jeder Kategorie etliche Hemden unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Und wenn ihr grundsätzlich auch noch ein paar Informationen haben möchtet zum Thema Outfits und Styling, einfach ein paar Guidelines an der Hand braucht, dann checkt auf jeden Fall mal den Men's Style Guide aus. Mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommt ihr 20% Rabatt auf dieses E-Book. Weiter geht's mit einem Style, der abgeleitet ist vom Vatermörderkragen. Ja, Leute, der Stehkragen ist tatsächlich abgeleitet vom Vatermörderkragen. Diese Art von Style, ja, gab es damals sehr oft im Militär, denn das Militär hat die Leute damit gezwungen, einfach sehr gerade zu stehen mit diesem Stehkragen, hat oben im Prinzip keine Luft mehr gelassen am Kragen, damit die Soldaten wirklich schön gerade stehen. Heutzutage gibt es dieses Hemd in jeglicher Freizeitvariante, aber ich finde, so ein Hemd sollte auf gar keinen Fall in einem Kleiderschrank fehlen. Gerade so ein schwarzes Stehkragenhemd kann man immer in einer Bar anziehen. Weiter geht's mit einem Remix aus Shirt und Jacke, und zwar dem Jacket, auf Deutsch gesagt die Hemdjacke. Bei der Hemdjacke muss man auf jeden Fall layern, heißt man hat unter der Hemdjacke was drunter, wie hier zum Beispiel einfach ein schlichtes weißes T-Shirt oder ein schlichtes schwarzes T-Shirt, und dementsprechend kann man halt auch hier sehr geil Variationen kombinieren, mit Mustern oder ohne Mustern. Auf jeden Fall wird so eine Hemdjacke meistens immer so ein bisschen oversized getragen, sitzt ein bisschen lockerer und ist tatsächlich wirklich eine sehr, sehr coole Option für die Bar. Und hier seht ihr nochmal als Inspiration alle Hemden im Überblick. So Leute, jetzt seid ihr dran. Schreibt mal in die Kommentare rein, welcher Style euch persönlich am besten gefallen hat und welchen Style ihr für so ein Bar-Date favorisieren würdet. Bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration liefern für eure nächsten Bar-Dates, was ihr da anziehen könnt. Ganz viel Spaß, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.